him. Sounds good. Okay. Warte mal, erstmal Clementine noch den Riegel geben, das habe ich ganz vergessen. So, die hat nämlich Hunger. So, Clementine kriegt alles. Thank you. Of course. Oh Mann, hey, ich glaube, ich will echt nicht da hinten in das Büro rein. Was haben wir hier? Alive Inside, okay. Da haben wir noch einen Energieriegel. Just need to get back to Fort Lauderdale. So I'm into our damnedest. Soda Fountain. Also Getränke. Oh, da haben wir noch eine Batterie. Machen wir zuerst das Radio und dann reden wir mit Kenny, Katja und Doug. Besuchen Grußkarte. Das klebe ich dann auf eine Bombe drauf. Was? Moment, das will ich nochmal angucken. Okay, der Humor ist gut. Ah, Fotos. Wer ist dann das? Das ist doch nicht Lee. Das ist nicht Lee. Da. Bart weg? Nein, das ist nicht Lee. Das ist nicht Lee. Wobei, es könnte er schon... Na, schwierig zu sagen. Ich würde den Bart wegdenke. Ne, die Augen sind kleiner. Ja, bin mir jetzt unsicher. Aber das... Ich glaube, das sind wirklich seine Eltern. Also das, oder der Laden seiner Eltern. Jesus. Okay, Batterie? Batterie da rein? Should be able to get it to work now. Okay, lass mal hören. Yeah, I can't figure it out. Kriegst es nicht hin. Go ahead. Okay, das ist an. Power Button. Nothing. Hm. Ach. Hä? Ah, die sind verkehrt rum drin. Oh. Mädel, Mann, 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 Mann. So Bilder lesen sind schon schwer. So, Rechts-Links-Schwäche, wa? So, Power. Jetzt aber. Yeah. The station is okay. My producer's telling me we have to get off the air. Steve. WABE wishes you and your loved ones. God bless you all. Boom, das war's. Super, und dafür habe ich jetzt die zwei Batterien gefunden und gesucht. Really? Okay. Okay, jetzt reden wir erst mit der anderen Familie da. Get some rest, hon. How can I with those... Hey, Lee. Maybe punching him wasn't such a good idea. There were worse plans. Says the guy who didn't get punched in the mouth. Anyway, Lee, Kat, and I appreciate your support. Thank you, Lee. Wie geht das, Duck? Ja, ist er gebissen worden? Okay. It was just a shock. We're lucky as hell nobody got nabbed on the way in here. No kidding. How's she doing? Es geht ihr gut. Für mir was? Es geht ihr gut. She's a tough one right there. She's just a little girl, Ken. What were you saying, Lee? She spent days surviving on her own? That's right. Not just any little girl can do that. Hm. Wie lautet der Plan? Tight, I suppose. Seems pretty dangerous out there, so we ought to wait for things to clear up. You said your family was from here in Macon? That's right. Und schon werden die Augen wieder größer. Oh, ja doch, das sage ich. They own this place. They
pulled some bodies out of the office before we got here. They're gone. Oh, sweetie. Cat. They were good people. I wasn't around much, but yeah, they're dead. Was in Ordnung mit euch? You guys all right? We're just fine, considering. How about you, Duck? We've all been through a lot. Er spricht nicht mal mehr. Sure. Back on Herschel's farm. Yeah. We didn't even try to save him. That blood is on our hands, you know? Es ging alles sehr schnell, ja. Pretty fast, I guess. But I can't stop seeing him in my head. We can't kill ourselves. We killed that boy. We could have saved him together. We did what we could. Bad things happen. We didn't make a choice that killed John. You think you do when you look back on it. But in a moment, when things are really out of control, you don't have any choice. I guess. Aufmuntern? Try to let it go. Okay. Ganz ruhig, Kenny. Okay, so. Habe ich ja noch einen Riegel, den kann ich ja ihm hier geben. It's not much, but here. For the boy. Oh, thanks, Lee. He appreciates it. That's sweet, Lee. Wie sieht denn der aus? Der hat doch überall diesen ganzen Dreck hängen. Naja. So, sollten wir nach vorne rausgucken, gell? Ne, das war der Geldautomat, das war Food, das war Essen. Was ist das denn? Auch ihr kann ich auch noch einen Riegel geben? Ne, die kriegt nichts, den esse ich lieber selber. So. Jetzt will ich aber mal nach vorne raus noch gehen. Sehen wir uns mal um. Sonntagsbraten. Würde ich das wohl können, ist das... And whatever's left comes back as one of them. How the fuck? I think it might be more than a couple days before all this gets sorted out. Yeah, I think so too. Ich müsste jetzt gerade so einen Metallbecher nehmen und einfach hier an dem Ding hin und her rattern. So, was haben wir denn hier drüben? Was ist das denn? Massive Stock Ferrans? Keine Ahnung. Was ist das? We don't have a way to come out here and watch the news. Would be nice to know what's going on elsewhere. Atlanta's in rough shape, that's all I know. Was haben wir hier drüben? Fims Tool and more. Did you guys try to get in there and get weapons? I did, but it was too risky. And then a bunch of guys showed up and they tried. And what happened? I think they're most of who you see wandering around out there. Okay. Sind auch zu den Typen geworden. Ich hab an dem Schloss eine Hand. Look at the one trapped over there. Better hear or not. Das ist. Oh shit. Do you know that guy? Kind of. He has a familiar face. You're from around here, huh? Could be anybody, you know. They start rotting and get all cheap. Shut up, Doc. Ja, halt die Backen. Look at the uniform, though. He could have worked at the drugstore and died with keys in his pocket. It would take a lot of effort to make it safe enough to go out there and see if he has the keys. If we could somehow prove that he worked here, I think it'd be worth it. Ja, die Bilder hängen ja an der Wand.
Alter Verwalter. Nee, Moment, Moment. Ist das da draußen der Bruder von Lee? Also es ist ja genau das Bildchen, was er ja auf der Brust hat, ist genau das, oder das gleiche Gesicht, was da drin auf den Bildern hängt. Wo quasi dieses ältere Paar abgebildet ist auch. Wo die Mutter den quasi den Arm so auf die Schulter legt oder sowas. Je nachdem, wie auch immer. Und quasi das ältere Ehepaar sind Lees Eltern. Also müsste das in der Theorie der Bruder von Lee sein. What the fuck? Also sind quasi seine Eltern tot? Sein Bruder tot? Beziehungsweise sein Bruder ist ein Untoter, also so ein Zombie. Lebt da draußen? Alter, was ist das für ein abgefucktes Spiel? Okay, also da ist ja wirklich die Filmserie ist ja nichts dagegen. Also, okay, da sind auch viele, viele Dinge dabei, wo du dir echt denkst so, what? Ja, aber hier kommt ja ein Ding so ziemlich eins nach dem anderen, also. Okay, machen wir weiter. Was haben wir hier? Ein Ziegelstein. Okay, ich komme nicht ran. Den habe ich schon angeguckt. Dann gucken wir mal da. Die Bumserei da drüben läuft aber schnell. Was? Okay, egal. Okay, da drüben untersuchen. Ja, wie bist du hier gelandet? Ich kenne ein paar Leute, ich bin einfach hier gelandet, spielt das eine Rolle? Ich bin hier aufgewachsen. Hier komme ich wieder zurück. Dreht hier um. Bzz, 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 weg. So. Jetzt probiere ich das mal. Kann ich das Schloss öffnen? Hey man, what are you doing? We can't even think about going out there. And the keys are out there for sure. Ja, ist ja gut. Du musst nicht so böse gucken. So. Dann gehen wir wieder zurück. Gehen wir noch durch die eine Tür, wo Steph Only oder sowas drauf stand. Da gehen wir jetzt mal nur durch. Und dann müssen wir nämlich nur die Bilder holen, ihm zeigen. Und dann können wir wahrscheinlich den da drüben irgendwas machen. Woran ist das Steph Only? Hier. Okay. Authorized Employees Only. Lee, aufpassen, Rutschgefahr. I can't think about them in here. Okay. Okay, Clementine. Okay. Glaubst du, alle sind okay? Ja, well, maybe not the sick guy. Yeah, we'll keep an eye on him. Ach, Larry meint sie. Tried to get me. I know. But you stopped it. Yeah, I did. Can you do that more? Well, I'm not gonna go looking for him. I mean, get the dangerous ones. I'm gonna try. Good. Hast du von Glenn gehört? Ja. Not in a little while. Haltchen her. Okay. Ausgang. Okay. Miss Impossible. Katze liegt fast auf der Tastatur. Ja, dann wird die schön warm. Oder sie möchte den Code auf der Tastatur eingeben. Okay. Wir können raus. Was ist das hier? Palette.
Das sieht eher aus wie eine Barrikade. Was ist das denn? What's that? Stock? This was my dad's cane. Ah, ja, Gehstock, okay. Was he sick? Nah, he was okay. I actually saw him whoop shoplifters with it. This cane's protected this place like any guard dog ever could. Plus, he knew how to make it look cool. Like you with your hat. My dad gave it to me. See, dads are smart like that.